Ja, wir sind ja wieder in Istrien beim Istra Camping Premium Resort und ich hatte euch ja versprochen in einem der Videos, die ich jetzt schon hochgeladen habe, dass ich euch mal ein kleines Update gebe, was sich hier so 2021 also verändert hat. Und ihr seht es direkt schon hinter mir, bei uns haben sie direkt hier unten an der Marina so eine schöne Konoba hingebaut. Hier gibt es wirklich nur wirkliches istrisches Essen, also hier kannst du nicht eine Pommes hier holen oder sowas, also hier gibt es wirklich nur landestypische Spezialitäten. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal eine Runde über den Platz und gucken uns mal so das ein oder andere an, was sich noch getan hat. Ich gehe mal mit euch ein Stückchen hier runter, denn ihr seht jetzt ja, wie gesagt, hinter mir ist die Konoba und hier ist unser Stellplatz. Und jetzt laufe ich einfach mal hinten runter. Wie gesagt, ich habe ja auch letztes Jahr schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch noch mal von dem Platz. Dann brauche ich euch nicht jetzt hier jede kleinste Ecke zu zeigen. Aber so kann ich auf jeden Fall euch mal die Neuerungen zeigen, was sich so 2021 hier alles getan hat. Jetzt zeige ich euch noch mal so ein bisschen Strand hier. Aber bitte seht es mir nach. Es ist dieses Jahr definitiv voller wie letztes Jahr. Und ich will natürlich immer gucken, dass ich nicht unbedingt Unbeteiligte jetzt hier mit ins Video packe. Ich versuche mal jetzt hier von der Ferne, ich gehe mal gerade darüber. Schaut mal. Wenn ihr euch, jetzt versuche ich das sozusagen, dort ist eine Slipanlage. Da könnt ihr also auch die Boote reinlassen. Wir haben bei uns hinten an der Parzelle auch direkt an der Marina so eine kleine. Da können wir unser Boot ohne Probleme reinlassen. Wenn ihr größere Boote habt, ihr seht, da werden schon welche abgestellt. Und da ist eine normale Slipanlage. Also man kann die Boote hier super einfach mit dem Trailer dann rückwärts ins Wasser lassen. Heute natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil ihr seht, es ist ziemlicher Wellengang heute. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auf der Kamera schon sehen könnt. Dort oben ist das neue Waschhaus, was man da jetzt hingebaut hatte. Das hatte ich euch ja letztes Jahr schon gezeigt, dass sie damit angefangen hatten. Da gehen wir jetzt einfach mal hoch und dann, wenn da nicht zu viel los ist, zeige ich euch das auch mal von innen. Hier sind so ein paar Unterkünfte von, ich denke mal, ein paar Mitarbeitern hier. Hier sind schön die Parzellen. Und Leute, ganz ehrlich, ne? Viele sagen ja immer, ihr wollt in Kroatien in die Sonne, ne? Vergesst es. Sucht euch einen Schattenplatz, ne? Weil ihr seid dankbar für jeden Punkt Schatten. Das kann ich euch versprechen. Hier ist jeder dankbar für Schatten. Wir haben, wie gesagt, 35 Grad Schattentemperatur. Und wenn der Planet von oben brennt, absoluter Wahnsinn. So, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Und dann gucke ich mal, dass ich euch das mal zeige. So, hier ist jetzt so ein kleiner Teil, der neu ist. Hier ist zum Beispiel einmal Toilette, Herren, Damen. Ne? Und was hier ganz toll ist, Familienduschen. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinkomme, der ist zu. Aber da haben sie, wie gesagt, jetzt hier Familienduschen gemacht. Jede Menge, das ist sehr toll. Hier Behinderten-WC, auch cool gemacht, schön groß. Gehen wir nochmal hier rum. Wie gesagt, ich muss immer gucken, ob ich hier nicht gerade zufällig jemanden mit aufs Bild kriege. Guckt mal hier, schön. Kleiner Spielplatz. Hinter mir ist jetzt so ein kleines Kinderwaschhaus noch. Da filme ich jetzt aber nicht rein, weil da sind gerade welche drin. Das möchte ich natürlich nicht. Aber jetzt gehen wir erst noch mal da hoch. Da oben ist nämlich auch noch ein Stück neues Waschhaus. Ja, dann schaut mal, das ist so schön hier angelegt alles. Kann man schön hier mal durchgehen. Ich muss natürlich gucken, dass ich hier nicht irgendwelche fremden Menschen aufs Video kriege. Guckt mal, hier wird auch gerade wieder, das ist so typisch hier, ne? Hier wird immer sauber gemacht. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier einmal durchgehen kann. Schaut mal, alles schön sauber und ordentlich. Und das ist jetzt, wie gesagt, alles komplett neu. Hier auch wieder Einzelkabinen, ne? Mit Waschbecken und die Duschen, das alles. Das ist alles komplett gleich wie bei den anderen Waschhäusern auch. Da draußen kann man noch ein bisschen so die Sachen durchwaschen. Spülbecken sind auf der anderen Seite, da sind aber jetzt gerade welche. Ich schau mal hier rein, guckt. Hier auch wieder Waschmaschinen. Dann haben wir hier hinten in der Ecke, haben wir dann noch Chemie-Toilette leer machen. Hier hinten sind noch so Privaträume. Aber das ist, wie gesagt, alles komplett neu gemacht worden. Richtig schick. Und für uns natürlich auch sehr cool und sehr wichtig. Jetzt drehe ich mich mal ganz schnell so. Eine Hundedusche. Super, oder? So, ich filme gerade da so unten da so ein bisschen rein. Da ist dieses Kinderbadezimmer.
Und ein Camper-Clean gibt es hier auch. Finde ich auch super. Und das Tolle ist, es ist kostenlos. Ne? Und dann kommt nur biologische Sanitärflüssigkeit da rein. Und was sie jetzt auch gemacht haben, was ich sehr, sehr toll finde, diese Parkplätze da oben, die sind alle überdacht. Das heißt, wenn ihr eure Autos hier oben hinstellt, weil ihr hier zum Beispiel so ein Mietbungalow oder irgendwas habt, stehen eure Autos nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne. Also das ist auch eine Neuerung für dieses Jahr. Und ich würde sagen, jetzt laufen wir noch mal nach vorne und gucken, was es da noch so gibt. Hier ist auch wieder unser geliebter Backshop. Da gehen wir morgens immer schön frische Brötchen holen. Da fährt der Ben ein bisschen mit Mountainbike. Oh Leute, der Planet brennt. Hier seht ihr noch mal diese Stellplätze, die ich eben erwähnt hatte. Schön mit dieser Überdachung. Also das haben sie wirklich toll gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter Richtung Rezeption. Da hinten auch noch jede Menge Stellplätze. Ihr seht, Wetter ist Bombe. Ja, der Platz ist einfach nur ein Traum, ne? Wir gehen mal auf die andere Seite und schauen uns da noch ein bisschen um. Hier ist jetzt auch das andere große Waschhaus, wo wir sonst immer hingegangen sind. Wie gesagt, das andere ist jetzt für uns ein bisschen näher, deswegen gehen wir dahin. Wie gesagt, das Waschhaus habe ich euch auch schon mal gezeigt in dem Vorstellungsvideo von letztem Jahr. Da gehe ich jetzt nicht noch mal genauer drauf ein. Wer sich das gerne angucken möchte, schaut gerne in dem Video von letztem Jahr mal rein. Wie gesagt, ich verlinke es euch auf jeden Fall noch unten in der Videobeschreibung. Die ein oder andere Parzelle, wie gesagt. Dadurch, dass es dieses Jahr ein bisschen voller ist, kann ich euch jetzt nicht so viel davon zeigen. Aber ich versuche euch gleich auch noch ein paar andere Parzellen zu zeigen. Aber hier, das ist auch zum Beispiel Marina-Bereich. Das ist zwar noch relativ weit oben. Da hinten ist das Wasser. Aber das gehört halt alles noch zum Marina-Bereich. Da gibt es halt verschiedene Kategorien, auch vom Preis dann. Selbstverständlich, umso weiter man unten steht, umso teurer wird es dann. Aber ihr seht schon hier, du hast hier wirklich super viel Platz. Ne? Und auch wenn du hier mit einem Wohnmobil oder sowas kommst, was schwerer ist, da haben die extra solche Plätze, wo du wirklich einen befestigten Boden dann hast. Und hier kannst du richtig schön runter da unten in den Hafen reinschauen. Ich drehe euch noch mal so. Hier ist schön, guckt ihr das mal an, wie schön das hier alles angelegt ist. Aber jetzt gehen wir mal zur Einfahrt. Und da wollte ich euch nämlich auch noch was zeigen, was ich ziemlich super finde. Da oben ist der Sportplatz. Da, Sportplatz, das ist auch so geil. Ne? Da habe ich immer gedacht gehabt, Leute, ernsthaft? Bei dem Wetter? Wahnsinn, ey. Da gibt es aber tatsächlich welche, die spielen teilweise nachmittags da in der brütenden Hitze, spielen die Fußball, wo ich gesagt habe, ey, könnte ich nicht, ne? Würde ich kaputt gehen. Ich gucke aber mal gerade, ich habe nämlich jetzt gerade Glück, dass da oben keiner ist. Guckt euch das hier an, wie schön das hier alles gemacht ist. Es ist super gepflegt. Die geben sich hier wirklich Mühe. Ich laufe mit euch mal die Treppen hoch. Schaut. Also, wer Langeweile hat, kann hier Basketball spielen, Fußball spielen. Da oben ist ein Beachvolleyballplatz. Oben in der Sonne sind nochmal Tischtennisplätze. Und da gehen wir jetzt mal hin, denn da ist ein Minigolfplatz. So, und hier sind wir jetzt beim Adventure Golf. Ich drehe euch mal gerade so rum. Ich muss immer gucken, damit ich keine Leute drauf kriege. Da kann man sich Fahrräder ausleihen. Und hier kann man halt wunderschön Minigolf spielen. Und hier so ein kleiner See hier angelegt. So ein Wasserbett. Da gibt es dann das Loch 10 da oben. Also wirklich, wirklich schön. Ich gehe mit euch direkt mal hier runter, denn es kamen logischerweise auch die Fragen bei der Ankunft. Wo kann ich mich hinstellen? Gibt es eine Möglichkeit, sich irgendwo aufzustellen oder wenn man spät anreist und noch nicht auf den Platz kann? Und schaut mal, das ist direkt vor der Tür. Riesengroßer Parkplatz. Da könnt ihr also, wenn ihr ankommt, meistens kommt ihr so an, durch den Kreisel hier auf den Parkplatz, könnt ihr euch mit eurem Gespann hinstellen. Platz genug, also wirklich. Und wenn ihr euch dann rumdreht, ist genau dahinter das Anmeldegebäude, also Rezeption und so. Ne, sieht aus wie eine Hotelanlage. Hier ist nochmal so ein schöner Überblick vom Campingplatz, so ein kleiner Plan. Das könnt ihr euch ja, wie gesagt, wenn ihr da mal auf Pause machen oder schaut mal auf der Internetseite, ich verlinke es euch ja sowieso. Und, aber hier ist auf jeden Fall kein Problem mit Spätanreise. Das ist immer offen. Da kommt ihr auf jeden Fall drauf.
Und jetzt wollte ich euch noch was zeigen, das ist auch für die Wohnmobilisten ganz interessant. Denn jetzt mein Wohnmobil muss ich natürlich genau danach auch mal schauen. Und hier an der Ausfahrt, wenn ihr einmal rumgefahren seid, seht ihr, da kommst du entweder links rum wieder in den Campingplatz rein, geradeaus raus oder Checkout-Zone, die ist dann dort. Und da hinten ist auch hier Camper-Service, heißt, da könnt ihr auch Fair and Entsorgen mit dem Wohnmobil. Da stehen jetzt gerade so viele Leute rum, da gehe ich jetzt nicht gerade zu auf den Platz drauf, weil da laufen gerade ziemlich viele Kinder rum. Da sind nämlich gerade einige am Auschecken, aber auch das ist selbstverständlich hier vorhanden und ist natürlich gerade für uns jetzt mit dem Wohnmobil wirklich sehr interessant. Hier dann wieder das Rezeptionsgebäude und hier sind sie auch immer fleißig, alles am sauber machen. Ich gehe mit euch nochmal hier so rum. Schaut mal, da filme ich natürlich jetzt nicht durch den Park, aber jetzt habt ihr mal noch mal so einen kleinen Einblick hier vom Wasserpark, der wirklich, wirklich super ist. Und die Rutschen, die machen wirklich mehr als Spaß, ne? Jetzt gehen wir, einmal sind wir über den Hügel drüber gegangen von dieser Landzunge. Und hier ist jetzt auch Bella Vista, das ist jetzt auch hier diese ganzen Chalets, die sind jetzt alle mittlerweile fertig, das war ja letztes Jahr auch alles noch im Bau und von hier hast du natürlich auch einen super Ausblick aufs Meer. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier die ganzen schönen Chalets, ne? Super Aussicht, sehr schick gemacht. Und da hinten ist das Meer. Jetzt muss ich die Kamera noch mal gerade weg. Ich muss ja nicht unbedingt die ganzen Leute hier wieder. So, drehe ich euch noch mal. So, und hier, das ist natürlich auch wieder schön mit den ganzen, wenn du hier so in einem Chalet drinne bist, in so einem Häuschen, hast du hier diese überdachten Parkplätze, damit euer Auto nicht die ganze Zeit in der Sonne rumballert. Marbello Premium Village. Na, ihr könnt dann hier jetzt immer schön direkt am Anfang, gibt es solche Karten, da kann man sich so ein bisschen orientieren. Ne? Wenn du jetzt, ich habe Hausnummer sowieso, dann weißt du ganz genau, wie du laufen musst. Jetzt halte ich mal gerade die Kamera hier ein bisschen auf den Boden. Durch die Blumen. Ah, so. Hier ist natürlich wirklich Premium, ne? Jetzt muss ich ein bisschen gucken, was ich hier filme. Bitte seht es mir nach. Schwenke ich einmal zum Boden, einmal wieder hoch. Ah, das ist schon edel hier, ne? So, jetzt schwenke ich einmal ganz schnell hier so rüber. Schaut euch das an. Und wenn du natürlich dann hier oben so ein Häuschen hast und hast dann diese Aussicht, würde ich sagen, das ist Urlaub. Ne? Also richtig schön. Entspannend. Jetzt sind wir, wie gesagt, von da, wo wir unseren Wohnwagen stehen haben, einmal komplett auf die andere Seite gelaufen. Und da habe ich gedacht gehabt, die Aussicht muss ich euch auch auf jeden Fall zeigen. Ja, wie gesagt, es soll kein neues Platzvideo sein in der Hinsicht, dass ich euch jede Kleinigkeit noch mal zeige. Es sollte einfach nur dafür gedacht sein, dass ich euch auch ein paar neue Einblicke noch gebe, weil ich hatte ja in dem letzten Video vom letzten Jahr gesagt, wenn ich euch alles zeigen wollte, wäre ich 6 Stunden über diesen Platz am Laufen, weil es so, so groß ist. Aber so ein, zwei Sachen, die zeige ich euch auf jeden Fall in dem Video noch. Ich zeige euch noch mal diesen riesen Spielturm da, ne? Da war Ben ja letztes Jahr auch schon drauf. Den muss man allerdings bezahlen. Ich weiß jetzt die Preise nicht genau. Aber was hier auch wichtig ist zu erwähnen, ist, du darfst hier überall mit dem Hund langlaufen. Ne? Also Hundestrand ist auf der anderen Seite bei uns, aber langlaufen darfst du wirklich überall. Und jetzt gehe ich mal hoch und schaue, dass ich euch noch ein paar einzelne Parzellen zeige, sofern ich da irgendwie die Möglichkeit zu habe. So, hier, das ist zum Beispiel mal eine Parzelle auf dieser Seite und direkt hinter mir. Das ist nicht die Rezeption, ne? Das ist das Waschhaus. Das ist so riesig, ich sag's euch. Ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht so die ein oder andere Parzelle noch filmen kann. Ach man, das ist echt schwierig heute. Halte ich mal hier am Boden. So, also wenn jetzt die Frage aufkommt, passen wir auch mit großen Fahrzeugen hier hin? Ne? Ich glaube, das sollte diese Frage auch beantworten. Das hier ist, wie gesagt, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist alles noch Bella Vista-Bereich. Sprich, ohne Hunde.
Hier ist nochmal so eine Parzelle. Es gibt halt 100.000 verschiedene Varianten. Hier hast du jetzt mal einen Baum oder zwei Bäume mit drauf. Dann hast du hier die Parzellen so gebaut. Und also hier ist wirklich, wirklich schön. Und ja, wie gesagt, ihr seht, es ist wirklich dieses Jahr relativ voll. Und deswegen kann ich euch jetzt nicht jede einzelne Parzellentyp zeigen. Aber ich habe euch ja auch schon mal ein paar Drohnenaufnahmen gemacht gehabt. Und in dem anderen Video wird das ein oder andere gezeigt. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen, jetzt da oben, ich gehe jetzt immer mal hoch. Schaut mal, da oben sind auch noch wieder diese Chalets. Da geht es dann hoch zur Piazza. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch mal hin. Denn das zeige ich euch auch noch. Boah, Leute, gebt mir bitte ein Like für dieses Video. Denn ich laufe hier wie ein Verrückter bei dieser Hitze. So, passt auf. Da sind wir jetzt gerade hochgekommen. Könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich. So, jetzt sind wir nämlich ziemlich genau in der Mitte vom Platz. Denn wenn ich mich jetzt hier so einmal rumdrehe, da geht es runter zu unseren Parzellen. Und da siehst du auch Wasser. Heißt, ja, wenn ich jetzt da so ein bisschen um die Ecke gucke, sehe ich auch wieder Wasser, weil es ist ja eine Landzunge. Aber jetzt gehen wir erstmal in diese Richtung. Denn ich wollte euch ja nochmal die Piazza zeigen. Ach so, und ganz wichtig, wenn ihr hier mit dem Hund spazieren geht oder so, ne, nehmt auf jeden Fall immer was zu trinken mit. Das machen wir genauso. Denn der Nero, der hat immer Durst. Weil bei den Temperaturen haben wir halt auch immer Wasser mit. Aber natürlich nur für den Hund, nicht für uns. Ne? Hier sind jetzt auch nochmal Parzellen. Ich habe ja gesagt, ich versuche euch immer so ein paar Parzellen mal zwischendurch zu zeigen. Die ist jetzt auf unserer Seite, aber noch relativ weit oben. Direkt hier in der Nähe von dieser Piazza. Aber da sind jetzt zum Beispiel mal so zwei, drei Parzellen, die leer sind, die ich euch filmen kann. Und ihr habt auch mal so einen kleinen Überblick hier über den Platz. Wie gesagt, dort ist dann direkt die Piazza. Und wenn sich einer sportlich betätigen möchte, ne? Ich meine, gut, ganz ehrlich, bei den Temperaturen ist hier fast nie was los. Aber es gibt doch immer so ein oder zwei, die das tatsächlich machen. Aber das ist mehr so gedacht, denke ich mal, für die Temperaturen, wenn es im Frühjahr oder in den Herbst geht oder sogar im Winter. Da oben steht was Cooles, das zeige ich euch jetzt gleich. So, hier ist jetzt oben die Piazza, ist so eine kleine Bühne. Dort sind so kleine Lädchen, da kann man was einkaufen. Hier kann man nachher noch einkaufen, das macht nachher alles auf. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich euch hier am besten drehe, damit ich nicht alle zu viele Leute hier mit drauf kriege. So, wir schwenken einmal hier so rum. Einmal, dass ihr die Piazza mal gesehen habt. Jetzt gehen wir aber noch da hinten rüber. Denn da wollte ich euch auf jeden Fall noch was zeigen. Hier ist auch noch ein Supermarkt, der ist dort. Und hier ist noch so ein kleiner Springbrunnen. Hier der Supermarkt ist wirklich klasse. Ne? Also da, die Preise sind human. Also da kann man wirklich. Hier kann man super Pizza essen. Kann ich echt empfehlen. Ist super. Kann man mal machen. Bankautomat. Also wenn einer mal Geld braucht. Und dort hinten steht ein schöner Airstream. Das wird so ein Burger-Restaurant. Die sind das alles noch so ein bisschen am Vorbereiten. Das macht dann nachmittags auf wie so ein Foodtruck. Ne? Und schon kann man wieder hinten aufs Meer gucken. Da hinten dann nochmal in einem Restaurant so ein kleiner Spielplatz. Und ja, wirklich, wirklich wunderschön. Jetzt gehe ich mit euch nochmal ein Stück hier rum. Jetzt bitte entschuldigt mir, da mache ich keinen Cut da rein. Ich filme jetzt mal ganz kurz den Boden, dass ich hier einmal rüberlaufe. So. Denn hier ist der Eingang vom Schwimmbad. Und dann könnt ihr von hier aus nochmal super in den Aquapark. Boah, Leute, es müsste ein Geruchsvideo geben. Es riecht so geil hier. Ne, weil hier kannst du halt schön sitzen und essen und kannst in den Wasserpark gucken und kannst den Tag genießen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal lecker Eis essen und dann hole ich euch aber gleich nochmal. Ja, eine Parzelle oder zwei habe ich noch für euch. Das ist hier oben, da hinten ist das Waschhaus. Das große von bei uns auf der Seite. Und dahinter sind auch die Megamare-Parzellen. Die sind aber alle belegt. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt filmen. Aber hier seht ihr auch noch mal so eine große Parzelle. Also da passt ja auch mit weiß ich nicht was alles drauf. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat das, ich weiß noch nicht, wie kurz oder lang es geworden ist, Video gefallen. Wie gesagt, ich würde mich natürlich freuen,
wenn ihr mir dafür auch wieder einen Daumen nach oben geben würdet, den Kanal fleißig abonniert und denkt immer dran, das Abonnieren ist kostenlos, da kommen auch immer wieder Fragen auf. Und wenn ihr noch ein paar Infos haben möchtet, so zwischendurch, was wir hier so machen, folgt mir gerne auf Instagram. Da poste ich immer mal wieder ein paar Storys oder ein paar Beiträge, was hier gerade so bei uns los ist. Und damit soll es dann auch gewesen sein mit diesem Video. Leute, genießt den Sommer, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.